Jo, Doppelschwanz, Alter. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin die Mira und jetzt geht's los. Wir befinden uns heute hier im Auto. Wir fahren nämlich in den Urlaub. Und ja, für die anderthalb Stunden Fahrt habe ich mir auch ein bisschen was zu trinken mitgenommen. Das ist der gute Dr. Pepper. Den trinke ich gerade meinen Mann weg. Habe ich mir verdient. Wir waren jetzt noch eben tanken, damit wir auch genug haben. Wir fahren jetzt Richtung Polen über Stettin raus. Und da brauchen wir jetzt auch nur anderthalb Stunden bis dorthin. Also, wenn nichts schief geht. Und da gehen wir jetzt erstmal in den krummen Wald. Der ganze Kofferraum ist voll mit unserem Kram. Ich habe meinen PC mitgenommen. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Achso, hier, Oma, wir haben deinen Kaffeebecher mitgenommen. Richtig gut. Oma, der gefällt mir sehr, sehr gut, der Kaffeebecher. Damit kann ich sehr gut trinken. Was ich noch anmerken kann zu dem gesamten Paket, was wir jetzt hier bieten werden, ist, wir werden hoffentlich es schaffen, jeden Tag ein Video zu drehen. Das heißt, wir haben jetzt 10 Tage Urlaub. Das heißt, 10 coole Urlaubsvlogs aus Polen mit verschiedenen Aktivitäten, die wir so durchführen. Genau. Der Plan ist, euch überall mit hinzunehmen. Genau. Und ich habe auch wirklich alles eingepackt. Das ganze GoPro-Zubehör, was wir haben. Wir haben genug Wechselakkus, genug Batterien, genug Aufladekabel, genug Verbindungsmopsis und in der Hoffnung, dass wir auch genug Internet haben, um die Sachen hochzuladen. Ne? Genau. Thema Internet sieht das folgendermaßen aus. Also wir haben ja, also ich habe ja über mein Telekom-Internet ja auch noch ein bisschen Datenvolumen, was man verbrauchen kann. Unabhängig davon haben wir uns aber informiert. In Polen gibt es irgendwie eine Firma, die heißt Plus Plus irgendwas, keine Ahnung, Plus Pro Polen, ein Telefonanbieter, der so einen Wochentarif anbietet auf Prepaid-Basis, wo man dann 50 Gigabyte ja, Datenvolumen kaufen kann. Das Ganze kostet wie viel? 30 Slotti oder sowas? Ja, 30 Slotti. Ist so ein Urlaubstarif. Genau. Und wenn das alles funktioniert, schaffen wir es auch zwischendurch vielleicht mal live zu gehen. Also falls ihr das erste Video direkt heute Abend oder morgen früh seht, dann schaltet doch auch mal auf den Twitch-Kanal von der Mira Colina rauf und guckt da mal rein, ob wir live sind. Da würde ich sagen, können wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr da live mit unseren Urlaub begleitet. Genau, und der Aussag ist noch ein bisschen heiser. Man hört es von seinem Geburtstagsstream. Genau. Die 24 Stunden. Kann ich das noch erzählen? Ja, oder? Kannst du schnell erzählen. Also genau, ich hatte vor 2 Tagen Geburtstag, am 17.07. Alle, die jetzt in die Kommentare schreiben, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Und ich habe dort einen 24-Stunden-Livestream gemacht. Der ist auf Twitch auf meinem Kanal. Da ist auch das Video davon online. Falls, 009. Genau, falls ihr 24 Stunden lang mein Gequassel und meine Trollerei sehen wollt, mit verschiedenen Spieleinhalten, inklusive Mexikaner saufen, was extrem scharf ist und beim Toilettengang nicht so erfolgreich dann ist. Ja, könnt ihr euch das dann angucken. Ja, also, ja. Bis dahin, bis zum Krummwald. Schaut mal, was sagt ihr zu unserem neuen Selfie-Stick eigentlich? Wie ist die Perspektive? Kann man jetzt noch mehr sehen? Also wir befinden uns hier im krummen Wald. Wir suchen jetzt nur noch eben die krummen Bäume und dann machen wir ein paar Fotos und dann fahren wir zu unserem Zielort. Wir haben jetzt noch eine gute Stunde Fahrt. Ein bisschen mehr, Stunde 20 Minuten. Stunde 20 Minuten zur Unterkunft und es ist jetzt auch schon 15 Uhr. Ja, aber geht eigentlich. Genau, geht eigentlich. Also wir können ja frühestens 17 Uhr einchecken, deswegen ist es zeitlich alles noch top in Ordnung. Und ja, wir sind leider in Polen angekommen, das heißt, ich habe kein Internet mehr. Und ihr wisst gar nicht, wie nutzlos man sich fühlt. Eigentlich, man kann das Handy jetzt in die Ecke werfen. Ja, oder halt in die Mülltonne oder als Tischtenniskelle benutzen. Ja, Handy ohne Internet ist es irgendwie, also... Da brennt dir die Seele? Ja, so ein bisschen, muss ich sagen, so ein bisschen. Also mein Mann hat ja noch Internet und wir schauen, wie die WLAN-Verbindung im Ort ist. Ansonsten holen wir uns Montag was. Ja. So, da steht's dran, der krumme Wald, sogar auf Deutsch. Der krockerte da, wuck da. Grinst mir ums Last. Hab ich gut ausgesprochen, oder? War das so richtig? Ich glaube, ich habe das genau richtig ausgesprochen. Also wir sind jetzt hier angekommen im krummen Wald, schaut mal. Also gar nicht so weit entfernt hier vom Parkplatz. Also musst jetzt so eine Minute hier reinlaufen in den Wald. Hallo, Orsok. Hi. Echo. Echo. Und ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob sich der Abstecher hier vor einer Stunde gelohnt hat für diesen kleinen Waldausschnitt. Aber die Bäume sehen schon echt spannend aus, oder nicht? Also, ich weiß nicht, ob ich mich ein bisschen zu schnell drehe, aber ich werde noch ein paar Bilder machen mit der großen Kamera. Und wenn man hier nichts erkennen kann, dann werde ich die einfach einblenden. Ja.
ist natürlich nicht von Natur aus so entstanden. Gibt es bei Google eine ganz tolle Entstehungsgeschichte. Wenn ihr wissen wollt, warum die Bäume so krumm sind, könnt ihr das mal googeln. So, wir sind jetzt gerade angekommen und vor uns steht unser Auto und hier, ich zeig mal, das ist unser krasser Karawan. Ich zeige ihn euch später. Jetzt muss ich erstmal ganz dringend auf Toilette. Das heißt, wir suchen jetzt erstmal die Klos. Hallo, Ozark, Sie sind ja auch noch da. Hallo. Ja, peace. Ich habe gehört, auf der rechten Seite ist eine Sauna. Da hinten, also auf der Seite. Genau, da seht ihr uns gleich nackig. Und da hinten ist der große Gemeinschafts-Badezimmer, Toilette und alles. Genau, und Kreis ist für Mädels und umgekehrt das Dreieck ist für die Männer. Genau, und jetzt laufen wir auch in diese Richtung, weil wir sehen unsere Freundin abholen. Aber erstmal auf Toilette. Ja. So, da sind wir wieder zurück von der Toilettenerkundung. Toiletten sind wirklich 1A-San, also für Campingtoiletten kann man wirklich nicht meckern. Also alles schön gefliest und alles auch sauber mit Licht und Abzugshaube. Also ist wirklich ganz nice, kann man duschen. Alternativ, wir sind ja nicht alleine im Urlaub, sondern wir sind ja mit einer Freundin hier und ihren Kindern. Die haben auch eine Toilette mit Dusche auf ihrem Zimmer. Also wenn uns die Gemeinschaftsduschen zu voll sind oder zu eklig oder so, dann können wir mal bei denen auf dem Zimmer huschen. Hier steht unser Auto und ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch unseren krassen Karawan. Der geht von dort bis dort und da steht der Otto Ozark. Doppelpiece. Ja. Okay, ich zeige euch die ganze Hütte. Wir haben auf jeden Fall hübsche Gardinen und ihr wisst ja, Gardinen machen jedes Zuhause wohnlich. Auf geht's. Auf geht's. Hier ist unser krasser Tritt. Und hier ist unser Eingangsbereich. Wie ihr seht, haben wir hier hochwertigsten Fußboden. Der hat auch manchmal so Dellen und es wippt auch ein bisschen, wenn man hier so rumhüpft. Aber glaube ich, können wir nichts dran ändern. Also, Roomtour beginnt. Wir haben hier einen krassen Einsitzer. Hier ist unsere Handtuchtüte drin. Die habe ich schon ausgepackt, die ist leer. Und hier steht unser, unser Tower. Wir haben nämlich meinen PC mitgenommen. Natürlich. Hier oben haben wir eine krasse Ablage. Die wackelt ein bisschen und ist voll mit Spinnenweben. Aber ich habe jetzt erstmal das Stativ da oben raufgelegt. Dafür ist es noch ausreichend, würde ich sagen. Hübsche Gardinen. Ja. Fenster kann man nicht aufmachen. Achso, doch. Dieses Fenster kann man aufmachen. Und ist auch nur ein bisschen geklebt. Hier sind dem Ozark seine Sachen drin und es ist ein krasser Zweisitzer oder vielleicht ein Dreisitzer, wenn die Leute schmal sind. Ja, das ist hier unsere krasse Stube, würde ich sagen. Genau, ist unser Stubenbereich hier. Und wenn ich mich hier drehe, kommen wir in den Küchenbereich. Haben wir als erstes hier zwei richtig schöne Hängeschränke. Die sind natürlich leer, also genug Platz für Besteck und Geschirr. Apropos, haben wir natürlich auch mit der Gardine hier. Wir haben zwei kleine Teller und zwei Tassen und leider kein Besteck. Und Leute, das war alles. ja, ist ein bisschen traurig. Ich zeige euch erstmal die Seite, weil die freier ist. Hier haben wir einen krassen Herd drunter, so ein Gasherd. Mit Gas kann man ja auch richtig schön kochen, aber funktioniert leider nicht. Ist nicht angeschlossen. Und hier auf der anderen Seite, ich baue hier mal um mit einer Hand. Da müsst ihr jetzt ein bisschen geduldig sein. Auf der anderen Seite befindet sich nämlich, genau, ein Waschbecken. Das war, glaube ich, immer der Wasserhahn. Aber ist leider, wie ihr seht, auch nicht angeschlossen und nicht funktionabel. Aber die haben hier so Abdeckungen drüber gelegt und jetzt kann man es wenigstens als Ablagefläche benutzen. Und diese Seite werden wir unseren Monitor hinstellen. Hier unten kommt der Tower hin, weil hier ist nur restliche Bettwäsche drin. Brauchen wir nicht. Genau. Und hier habe ich ein bisschen Essen drin. Das heißt, hier ist meine Melone drin. Hier sind noch drei Paprika und ein paar Tomaten übrig geblieben. Da sind angefangene Sachen aus unserem Kühlschrank. Und ein Tzatziki, den wir jetzt leider doch nicht essen können, vielleicht aufs Brot oder so. Weil mein Plan war ja vielleicht so ein krasses Gyros oder so zu machen, aber ja. Also herzlich willkommen in unserem Küchenbereich. Und wir haben hier ein krasses Dachfenster übrigens. Wenn ich mich hier drehe. Achso, hier übrigens gehört zu unserem Küchenbereich, habe ich selber mitgebracht, unseren Toastofen. Da können wir jetzt nämlich auch krasse Sachen machen, wie leckere Frühstücksbrötchen selber aufbacken, Pizza können wir da drin machen. Also alles, was man dann im Ofen machen kann, kann man auch in diesem kleinen Ofen machen. Da bin ich sehr froh, dass wir den mitgenommen haben, ehrlich gesagt.
Hier liegt noch mein Handy. Internet, WLAN-Passwort haben wir auch schon eingegeben. Und wie ihr seht, ein Balken da oben. Hier habe ich noch ein paar Küchensachen hingelegt. Also hier sind alles ungekühlte Sachen, weil ich dachte, wir kochen. Habe ich ein bisschen Öl und Zucker und Kaffeepulver mitgenommen, aber brauchen wir anscheinend nicht. Hier sind noch drei Äpfel und hier hinten kommen die Fertigtüten. Weil ich gesehen hatte, dass wir einen Wasserkocher haben. Haben wir aber doch nicht, war nur Verarschung. Aber unsere Freunde, die haben einen Wasserkocher und den können wir uns dann ausleihen. Wir wollen nämlich vielleicht ab und zu mal eine Tütensuppe essen. Und ich habe mir Schwarztee mitgebracht, das heißt, ich möchte die Woche ein bisschen Tee trinken. Und ja, sehr gut, dass die einen haben, dann können wir den nämlich benutzen. Hier ist noch einmal Quark und der gute Reggiano. Ja, wir haben den mitgenommen, weil wir haben den jetzt gekauft das Wochenende, also am Donnerstag. Und ich dachte vielleicht, wenn wir 10 Tage weg sind, dass der schlecht ist. Ich nehme den lieber mit. Ist jetzt natürlich ärgerlich, dass wir keinen Kühlschrank haben. Aber ihr seht, das ist ein Hartkäse. Der hat diese Salzkristalle da drin und der hält sich halt auch ungekühlt. Das ist nicht so das Problem jetzt. Hier habe ich meine Koffeintabletten drin. Eine sehr weise Entscheidung. Weil eventuell haben wir gedacht, so trinken wir Kaffee schwarz oder so. Aber ohne Wasser und... Also ich kann auf Wasser, auf Kaffee verzichten. Ich habe eine Koffeintablette, die reicht dann auch für einen Tag. Und damit bin ich wirklich sehr glücklich. Und das war es halt auch mit dem Fach. Und hier kommen wir jetzt in unser Schlafbereich. Ja, hier hängen ein paar Bügel. Also genug Platz für unsere Klamotten ist auf jeden Fall. Kann man jetzt nicht meckern. Wir sind 2 Personen, 10 Tage. Rest lassen wir einfach im Koffer, würde ich sagen. Hier haben wir nochmal Hängeschränke zum Platz. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde die Ecke ein bisschen gruselig. Also ich lege da keine Klamotten rein, wenn der Aussaugeflecht will. Ja, dieses Fenster lässt sich aufmachen und die nicht. Und hier ist unser Lichtschalter. Also wir haben hier auch wirklich Strom, wie ihr seht. Genau, ist halt ganz gut. Genau, beim Bett gibt es noch ein Problem. Ich habe das hier schon in die Kopfkissen bezogen. Die gelbe Decke ist unsere. Hier liegt meine Tasche einfach rum. Wie ihr seht, das Bett ist keine 2 Meter breit. Also lang und der Ozog, der passt leider nicht rein. Ist ihm noch nicht aufgefallen, aber ich werde ihm das gleich mal sagen. Da ist er bestimmt sehr enttäuscht. Ja, weil er passt ins Bett nicht rein. Ozog? Was los? Sie passen nicht ins Bett rein. Wie, ich passe nicht ins Bett rein? Naja, das Bett ist keine 2 Meter lang. Was? Ja, kommen Sie mal rein hier. Okay. Schuhe aus, ja, hier in der Wohnung. Ach so. Wenn Sie ins Bett wollen, wollen Sie sich mal kurz ins Bett legen. Das Bett ist von links nach rechts. Das Bett ist von links nach rechts. Das wird nicht mehr größer. Muss ich mich so quer rüberlegen, oder? Ich schaffe das so in so Embryo-Stellung, mich da quer reinzulegen, damit ich dann da noch. Sag mal, können Sie hier überhaupt gerade stehen, weil Sie Ihren Kopf so schräg halten? Ich gehe wieder raus. Nee, Sie sollen sich mal ins Bett legen. Ah, was für eine Entspannung. Scheiße. Das ganze Bett ist mit Ozog gefallen. Ja, sehr gut. Ich kriege das aber schon irgendwie hin, mich hier an die Kante ranzuquetschen, glaube ich. Ich liege sowieso immer an der Ecke. Also Ecke wäre auch definitiv dein Platz, aber ich sehe jetzt hier nicht den Platz, wo ich hier schlafen könnte. Okay, ich habe schon gesagt, zur Not schlafe ich einfach im Auto. Auto ist groß genug für mich, ist okay, wenn ich mal ein paar Nächte im Halbsitzen liege, schlafe. Nee, kriegen wir. Nein, ist okay. Kriegen wir schon hin, also irgendwie. Also ich denke, das wird schon irgendwie hinhauen, dass man sich da genug rein... Genau, jetzt haben wir auf jeden Fall euch die Roomtour gezeigt. Ist halt eine krasse Camping-Erfahrung. Das muss so sein. Aber zur Verteidigung muss ich natürlich sagen, also erstens ist es hier Campingniveau, das ist wahrscheinlich überall dasselbe. Wir sind hier in der polnischen Ostsee, in der Touristengegend. Und zweitens ist es hier wirklich das billigste Angebot ever. Na, wenn ich das nochmal sagen darf, wir zahlen hier für 10 Nächte 142 Euro und Mücken inklusive. Wir müssen noch Anti-Mückenspray holen. So Rotan meinst du? Ja, zum Beispiel. Ja. Für 10 Tage zahlen wir 142 Euro. Ich kriege aber noch Cashback von Amazon. 14 Euro kriegen wir nochmal zurückgeschenkt für die nächste Reise. Und deswegen, also billiger wird es halt einfach nicht. Ne? Also für 10 Tage, wie gesagt, da kann man halt schon mit so einer krassen Camping-Erfahrung mal leben für 10 Tage. Da muss man sich nicht so anstellen. Okay, also das heißt aber für uns ist das eine sehr, sehr gute Erfahrung. Was war das? Eine Motte, die ist jetzt da oben. Da kannst du die rausschweichen? Also sie fliegt, komm raus hier. Nein. Oh, jetzt ist es raus. Ist raus. Weg. So. Begabt. Okay, haben wir verscheucht. Okay. Wir packen jetzt zu Ende aus. Wir bauen den PC auf und. Die scheiß Mutter. Das Scheißding ist hier schon wieder drin. Hey, komm wieder raus. Oh, sie ist weiter reingeflogen. Ah.
Ich töte die nachher, ist egal. Oder die fliegt noch raus aus der. Oh, oben Deckel auf oder so. Soll ich das mal aufmachen? Nee, das ist schon völlig eingerostet. Nee, nee, mach mal besser nicht. Nee, mach nicht. Nur nein, machen Sie. Nein, das ist wie bei 50 Miles, da kommt gleich alles rein. Green Mile. Okay, alles klar. Aber hier runter. Oh nee, das geht nicht. Oh nein! Hier geht's, okay. Okay, wir packen zu Ende aus. Ich wiederhole mich 1000 Mal. Und dann machen wir vielleicht noch einen Spaziergang. Und das war's dann für heute. So, guten Morgen. Ich hatte mich gar nicht mehr gemeldet. Also wir hatten gestern noch kleine technische Probleme. Wir hatten ja den PC mitgenommen. Das Problem ist, wir haben ein Kabel vergessen. Ein sehr wichtiges Stromkabel, um den Monitor anzuschließen. Eventuell müssen wir heute ist ja Montag, gleich mal in irgendeinem Elektrobaumarkt fahren. Müssen wir gleich mal rausgoogeln, wo hier in Polen einer ist. Dass wir noch so ein 2-Euro-Kabel kaufen. Und dann funktioniert es auch mit dem Rechner. Und gegen 20 Uhr waren wir dann fertig und haben gesagt, so, hey, lass uns aber noch mal was machen. Wo wir schon mal hier sind, am ersten Tag jetzt noch. Und dann sind wir mit unserer Freundin und ihren Kindern noch mal die Promenade hochgelaufen. Und es war sehr, sehr schön mit den Kindern. Die Kinder haben gut durchgehalten. Die hatten Fahrrad bei und Laufrad bei. Also die sind ja, 3 und 6 so ungefähr, die Kinder. Und ja, dann kamen die auch richtig gut vorwärts, muss ich sagen. Also so früher mit Kinderwagen, das war schon ein bisschen anstrengender. Aber jetzt, wo die so alleine rumdüsen, sag ich mal, ist schon sehr angenehm für die Erwachsenen, muss ich sagen. Und die können halt auch Schritt halten, also sind sogar schneller als wir. Also, wir waren dann an der Promenade, haben ein bisschen Geld getauscht. Am Automaten haben wir schon 16 Zloty bezahlt. Also einfach, dass wir da was rausgekriegt hatten. Das war so ein Santander-Bankautomaten. Und natürlich war der Umrechnungskurs 1 Euro zu 3,09 Zloty nur. Also ein sehr, sehr schlechter Kurs, bin ich der Meinung. Also vielleicht, wenn wir jetzt mal irgendwo unterwegs sind, mal ein bisschen städtelicher, ob wir vielleicht irgendeine Währungsbude finden, wo es einen besseren Kurs gibt. Aber wir haben jetzt erstmal 25 Euro getauscht und eigentlich reicht es auch für uns, weil der Plan ist ja, alles mit Karte zu zahlen. Und da halte ich persönlich jetzt erstmal noch dran fest. So, und dann waren wir gegen 22:30 Uhr wieder hier und das war's dann auch. Da sind wir hier schlafen gegangen. Wir hatten eine Mücke in unserem coolen Karawan. Also wir haben zu Düsseldorf darin geschlafen. Ja, ich weiß nicht, ob ich überpikst habe, aber meine Oberschenkel tun ein bisschen weh. Ich glaube, ich hatte eine Zecke gesehen heute Morgen auf meiner Hand. Die habe ich aber gleich runtergeschnipst. Also da habe ich das Krabbeln gemerkt auf meiner Haut. Ich habe es jetzt aber nicht näher angeguckt und irgendwie dachte ich so, als ich es weggeschnipst hatte, hey, das wäre doch eine Zecke. So, jetzt muss ich natürlich gleich mal meinen Mann absuchen und mich, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber da geht man natürlich auch kein Risiko ein. Und sie hat mich nicht gestochen, aber wenn hier ganz viele Zecken sind, dann ist es ja trotzdem gut zu wissen. So, ich verabschiede mich hier auf jeden Fall. Hier laufen ganz viele Katzen frei rum, so Streunerkatzen. Die eine hat nur so ein halbes Öhrchen und die andere, die hat immer die Zunge raus. Das ist ganz, ganz süß, die Katzen, aber die sind scheu. So, das war unser ganzer erster Urlaubstag. Und ich muss mal gucken, wie ich das jetzt gleich zusammenschneide. Aber wir fangen jetzt erstmal an und starten in den Tag gleich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.